Hallo und willkommen zurück zum Let's Play God Eater 2 Rage Burst mit mir, dem Levitan 2. Wir machen weiter. Wo auch immer wir gerade stehen geblieben sind. Ich übe mich im Trainingscenter im Schießen. Ich sehe dort in letzter Zeit häufig Romeo. Er gibt mir Tipps für den Einsatz des Sprengers. Er weiß wirklich, wovon er redet. Ich bewundere ihn aufrichtig. Oh, Romeo. Romeo wird bewundert. Vielleicht hilft das seinem Selbstwertgefühl. Es ist kein normaler Kauf. Der Ladenbesitzer ist flexibel. Deshalb kann er ein paar Risiken eingehen, so wie bei Cradle. Das habe ich vorher nicht verstanden. Ehrlich gesagt, habe ich das nicht schon gehabt? Ich hatte das Gefühl, das habe ich schon mal gelesen. Habe ich die beim letzten Part schon gelesen gehabt? Ah, haben sie ihm hier nicht den Namen gegeben? Ja, dann habe ich das alles hier schon gelesen. Okay, dann einfach so zur nächsten. Neue Mission für Blood. Nur ein Yaksha? Okay. Ja, von mir aus. Sollte kein Problem sein. Nehmen wir mit Gil und Seal und wen nehmen wir noch mit? Von mir aus Romeo. Backup, Rika. Jetzt hat wieder Hilfe für die Hilfe einstellen. Ich kann meine eigene Hast nehmen. Wo haben wir noch Hast? Hier haben wir Hast. Und jetzt noch irgendwas 40%iges. Oder 40 Punkten. Ja, hier Bruch. So. Okay. Unser Team. So, jetzt noch ein Polar. Habe ich da die Feuerwaffe? Hatte ich ja, glaube ich. Ja, Feuerwaffe hätte ich. Ja, nehmen wir sie halt mit. Ab in den Kampf. Und dann gegen den Yaksha ist der sowieso alles außer göttlich sehr effektiv. Und beim Polarm sollte die Feuerwaffe auch ihre Wirkung zeigen können. Einfache Quest. Fragt sich nur, wie es weitergeht. Also ich weiß, was so storytechnisch als nächstes kommen sollte. Ich weiß halt nur nicht, wann es kommt. Frostschüsse sind hier garantiert nicht nötig. Wenigstens Schaden mehr gemacht. So. So. Nein. Okay. Gut ausgewichen, obwohl ich eigentlich nur meine Kombo beenden wollte. Der dreht sich, oder? Ja. Oh, ich kann wieder langsam lesen. Obwohl ich versuche bei God Eater eigentlich gar nicht so groß die Gegner zu lesen. Die Angriffe kommen zu schnell für irgendwie, dass man da quasi die Muster lesen könnte. Ich merke mir einfach, was für Angriffe sie haben und wo man am besten nicht steht. Was beim Kongo hier so... Hier bleibe ich generell am liebsten einfach hinten. Aber er hat genug Angriffe, die quasi um ihn herum treffen. Also, ja genau, wie zum Beispiel der hier. Also würde ich wahrscheinlich behaupten, dass wahrscheinlich beim Combo ist der beste Ort, um zu stehen, weit weg. Da nicht sehr... das war wieder falscher Angriff. Da nicht sehr viele Möglichkeiten hat, dich zu verletzen, wenn du zu weit von ihm wegstehst. Oh, nicht mal mehr getroffen. Naja, dann heilen wir halt. Wenn wir schon die Zeit dafür haben. Frostgeschoss. Das werde ich gegen den Kongo wahrscheinlich nicht brauchen. Wenn der Kongo noch... der hat schon relativ viel Schaden. Ich wollte gerade sagen, wenn er noch nicht tot ist, bis der Yaksha hier eintrifft. Würde ich wahrscheinlich zuerst auf den Yaksha losgehen, einfach weil der schneller stirbt. Aber
Wir haben ja hier schon einiges in Schaden angerichtet. So. Nee, 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 nee. Ach, der hätte mich nicht getroffen. Akzeptiere ich nicht. Ja, jetzt ist es so gut wie tot. Ja, das sollte bald erledigt sein. Eins. Im Artenrüstung und alles. Im Rutschten, Wukong Rotstein. Das ist... Um den Rotstein freue ich mich gerade ein bisschen, weil... Ich meine, es ist immer gut, wenn man das seltenste Material eines Gegners kriegt. Oder das seltenste, nicht spezielle. So. Sachen, wofür man halt Körperteile brechen muss, sind auch mühsam. Aber auf eine andere Art. So, guten Tag, Herr Yaksha. Wie viele Schläge brauchen Sie, bis Sie tot sind? Zwei? Naja, er hat schon ein bisschen mehr Leben. Wir wollen ihn ja nicht zu sehr verunglimpfen. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ja. Es kommt davon, wenn man die, Kurogane wegbringt. So. Du bist meins. Jetzt schon? Oh. Wäre jetzt cool gewesen, wenn er hingefallen wäre. Noch keine Ausdauer. Der war, hat er gerade größer als seine anderen? Keine Ahnung. Vielleicht bin ich sonst auch nur immer zu nah dran gewesen. So. Ja, schon die Hälfte an Schaden verursacht. Oder die Hälfte seiner Leben abgeraubt. Ich weiß nicht, wie ich den sagen soll. Er hat die Hälfte seiner Leben verloren. Ja, kommt am besten. Ich weiß gerade nicht, was ich zu sagen soll bei so einer kleinen Nichtsnutz-Mission. Oh, wir haben die Schulterplatte kaputt gemacht. Ich glaube nicht, dass es da großartig was geben wird für, aber wer weiß, vielleicht überrascht mich das Spiel. Ja, jetzt ist er wirklich gleich tot. Kopf auch noch kaputt gemacht. Oh nein. Das Schnieren schnell auf. Ist ja eh am Fressen. Guten Tag. Und das war's auch für diese Quest. Armschiene, Haube, Schulterstück. Ja, jetzt gebt ihr es mir auf einmal. Naja, so viele Jagdschuss musste ich nicht dafür killen. Aber wenn ich hier jetzt wieder Werkzeugstahl finde, dann... Dann bin ich froh, weil ich es habe. Ja, Werkzeugstahl. Wenn es nur früher so einfach gewesen wäre. Und ich meine, ich hab's jetzt. Das ist doch immerhin etwas. Ich glaube, da alles andere habe ich schon aufgenommen. Beim Vorbeigehen. Hm. Wahrscheinlich noch Zeit für eine zweite Quest, außer es gibt da irgendwie eine Amaterasu zu bekämpfen oder sowas. Das würde wahrscheinlich eine Weile dauern. Chance auf Erweiterung klingt doch ganz toll. Und wir kriegen nichts. Oh, vielleicht kriegen wir schon immerhin eine Irrlichtschneide. Schon was, aber die interessiert mich alle nicht, die Fähigkeiten, die ich reinmachen kann. Obwohl, ja, die Kurogane und die Shirogane könnte ich vielleicht hineinmachen, einfach weil ich weiß, dass ich die zwei behalten werde.
und immer weiter benutzen. Aber ja, mal schauen. Da müsste ich zuerst schauen, ob ich überhaupt eine Fähigkeit dort habe, die ich hineinmachen möchte. Wäre vielleicht einen Blick wert. Wenn die nächste Quest eine Amaterasu ist, dann kann man sich da ein bisschen mit Menüs die Zeit vertreiben. Keine Cutscene, nichts. Dann war das also wirklich nur barer Filler. Oh je. Ich war wirklich überrascht, dass sich alle sofort dafür entschieden haben, ihn Cappy zu nennen. Es scheint seinen Namen auch sehr zu mögen. Wenn immer jemand Cappy sagt, läuft das freudig im Kreis umher und springt auf und ab. Ich denke, das Wichtigste ist, dass es ihm gefällt. Ja, wahrscheinlich. Also, darf ich es nicht als Filler bezeichnen, weil wir uns jetzt der Story um das Capybara, oder wie das Ding heißt, die Story um Cappy und seinen Namen kümmern? Mensch, Emil benimmt sich in letzter Zeit echt etwas merkwürdig. Hast du eine Ahnung, warum? Statt auf Mission ständig seine Goddard an. Beschäftigt ihn irgendwas? Vielleicht? Früher überlegt, eine Klinik für am schwarzen Tod erkrankte Patienten einzurichten. Ich wette, die Leute würde das freuen. Vielleicht, ja. Ich meine, wir haben noch keine Heilmittel. Also, viel kann man da noch nicht machen. Es ist die Bindung zum eigenen Goddard der Schlüssel zum Verständnis. Die Blutkunst, oder wie man es nennt. Du deutest an, es fehle ein Vertrauen zwischen meinem Goddard und mir, wo ritterliches Vertrauen doch in Wahrheit keine Grenzen kennt? Nee, ich sag nur, dass Lindog auch keine Blutkünste hat, soweit ich weiß. Anscheinend ist Mutsumi mit Cappy Gasse gegangen und ich dachte, ich könnte Mittagspause machen. Oh, also ist sie gar nicht hier und Cappy auch nicht? Furchtbar. Muss sofort in der Story weitererzählt werden. Iliad lehrt also eine Menge Prinzipien der klassischen Bewegungslehre, richtig? Klingt nach Spaß. Hey Gil, du sagst mir... Was sagst du zu einer Runde Billard? Der Verlierer lädt den Gewinner auf einen Drink ein. Nein, danke, das ist nicht mein Ding. Verklemmt wie immer. Ich glaube, es wäre auf jeden Fall dein Ding. Wer ist sein Ding? Hast du das drauf? Ich verstehe nicht, was daran so viel Spaß machen soll. Ich konnte auch nie was mit Billard anfangen. Obwohl ich Trickschüsse ziemlich lustig finde im Billard, wenn man sie dann sieht. Alle Kugeln auf einmal versenken und solche Sachen. Aber ja, ich selbst, nein danke. Die unbemannten Goddard-Soldaten durchlaufen bei den folgenden Missionen einen Praxistest. Dort dient als ihre Unterstützung. Und nur damit das klar ist, im schlimmsten Fall haben Menschenleben für Blood höhere Priorität als die Soldaten. Natürlich. Gut, wir rücken aus, sobald wir alle bereit sind. Oh, also gibt's jetzt doch eine... Okay. Hey, Juno hat uns zu einem Picknick eingeladen. Sie möchte, dass wir alle kommen. Wenn man darüber nachdenkt, haben wir einander in der Fernostabteilung ständig verpasst. Aber damit ist es jetzt vorbei. Und schon wartet die nächste Mission. Ich wusste, es würde schwierig, alle Borgmitglieder zum Picknick einzuladen. So schwierig ist es gar nicht. Wir freuen uns darauf. Gib uns nur etwas Zeit, um unsere Pläne abzuarbeiten. Danke, Julius. Ich hatte Angst, es würde euch nur noch mehr aufhalsen. Ich würde euch nur noch mehr aufhalsen. Ach, Vizekapitän, weißt du, Satsuki und Juno haben vorgeschlagen, dass wir bald mal auf ein Picknick machen sollten. Entschuldige bitte, Romeo, was machst du neben Juno? Willst du dich nicht lieber beruhigen? Ich bin etwas besorgt. Romeo verhält sich bei allem so. Keine Sorgen, er weiß nicht. Das ist komisch, wenn du das in meine Richtung sagst. Seit wir den roten Regen vorhersagen können, lassen sich Einsätze viel besser planen. Gute Wettervorhersagen haben uns mehr als einmal reingelegt. Deshalb weiß ich den Wert dieser Vorhersagen sehr zu schätzen. Und sonst haben wir nichts mehr. Dann wäre das nächste also ein Praxistest der unbemannten Goddard-Soldaten, hä? Neue Mission für Blood, es geht um den Gleitschuss für die Goddard-Soldaten. Was müssen wir denn dort bekämpfen? Einen normalen Chiyu? Elektro-Chiyu, okay. Ich weiß ja nicht. 6 Minuten noch? Jetzt erstmal die Ausrüstung, wenn ich hier wieder den... Urogane.
Nicht? Können wir denn was herstellen? Ich bin ganz ehrlich, ich möchte die Quest quasi jetzt nicht anfangen. Bongo-Kanone. Ich können wir die aufwerten jetzt, da wir den Donnerstein haben. Oder das haben wir jetzt. Vielleicht können wir was herstellen. Bongo-Frostkanone. Wäre nicht so toll, aber... ungebremster Angriff. Ja, den hatten wir ja schon mal. Kommomeister. Also ist alles wieder auf. Was ist Feuer und Flamme? Kann ich das nicht nachschauen? Oder ungebremst. Ah, hier, das ist Feuer und Flamme. Das geben die zwei. Ungebremster Angriff ist auf ungebremster Angriff. Kann nicht sagen, dass mir das sehr gefällt. Mir hier so anbieten. Und hier sowieso nicht. Hier gibt es hier auch nichts Neues. Ja. Schwierig. Ich bin gerade im Überlegen, ob wir einfach noch schnell eine Charakter-Episode machen, damit wir irgendwas gemacht haben. In 6 Minuten. Klingt zumindest. Also jetzt sind es ja auch nicht mehr. 6. Ja, ja. Ich schaue einfach immer, dass ich an die 20 Minuten rankomme. Aber machen wir halt dafür diese Episode hier. Hast du einen Moment Zeit? Ich habe eine Mission im Sinn, mit der sich gut die Zeit vertreiben lässt. Wenn du möchtest, könnte ich dich begleiten. Wenn du los willst, sag's einfach. Was ich sagen will, ist... Ich muss auf der nächsten Mission einen Jagdschau erledigen. Captain Cutter und dem sind mit anderen Dingen beschäftigt. Wir haben einfach nicht genug Personal. Cutter meinte außerdem, das sei eine gute Gelegenheit, mit jemandem aus Plot zusammenzuarbeiten. Also dachte ich, dass du und ich vielleicht gemeinsam... Wie könnte ich da Nein sagen? Großartig, los geht's! Also, nur ein Jagdschau. Seht ihr? Das ist etwas, was ich so als eine Quest bezeichne, die man gut am Ende quasi als Parts machen kann. Einfach schnell ein Jagdschar. Wir werden mehr Zeit in den Ladebildschirm verbringen als auf der eigentlichen Jagd. Er wird umfallen wie eine Fliege. Und wir können danach noch ein bisschen Story mit Irina. Charakterstory. Da bin ich immer noch am Überlegen, wie ich das mache mit den Charakterepisoden. Dann gehen wir zuerst die hier erledigen. Nur damit sie aus dem Weg sind. Ja, macht er sie. Ja, also kann sie doch auch alleine kämpfen. So, genau, da ist er. Yakshas sind ja so feinhörig. Kommen sofort, wenn sie einen Kampf hören. Dementsprechend ist es hier ganz gut, dass wir ihn anlocken konnten und nicht, ja, keine Ahnung, umgekehrt. Upp. Okay, vielleicht doch. Aber er hat auch... Ja. Auch, du möchtest schon fressen? Ja. Wird wahrscheinlich eine niedrigrangige Quest sein. Ist noch schwächer, als ich gedacht hätte. Aber wenn die Quest natürlich schon seit einiger Zeit verfügbar ist, dann bezieht sich das halt auch auf die Gegner. Es kann sein, dass das eine Stufe 2 oder eine Stufe 3 Quest ist. Dann hat er halt nicht so viel Leben wie bei einer Stufe 4 Quest. Und zack, wie gesagt, länger im Ladebildschirm als sonst irgendwo. Wie sieht eigentlich die Ogre-Kombo aus? Ah, das sind wieder die, die wir vor uns halten. Kein Problem.
Wollt ihr hier nicht essen? Hier aufnehmen. Was da irgendwas sein muss. Wir haben nicht mal Hast gekriegt. Eine 2 Minuten in der Quest verbracht. Rödes Titan. Ja, das klingt da noch ziemlich Low-Level-Quest. Ja, auch die gibt's. Ja. Charakter-Episoden. So, Team-FP, ja, warum nicht? Haben wir sonst noch? SSS. Was auch sonst. Ich glaube, das hat nicht mal 0,1% gegeben. Fähigkeiten. So, nehmen wir das jetzt mit Voice Acting. Thanks for today. Thank you for taking me out to fight with you today. Was hast du gesagt? I said thank you for taking me out with you. Jeez, so dumb. I guess Emil and I argue and Captain Coda gets mad. Maybe that's why he had me go with you. I do try not to get mad when Emil says stupid things, but he always says stupid things. Ich verstehe sie. Ich verstehe sie wirklich. I guess it's not just Emil. I'm kind of mean to Captain Coda too, I guess. Er ist besser geworden in 2, aber ich verstehe sie. But he can be a wuss. And I just keep going until he gets really angry and he yells at me. Das wird schon. You think so? I guess so. What I mean to say is, I guess I... Ja. I think I could really learn a lot from you and how you fight, and that sounds dumb. Ich kann ziemlich mühsam sein. Nee, nicht wirklich. Aber ich bin besser als du, also kannst du überhaupt mithalten? Of course I will. I totally will. You'll be surprised. I'm really good. Dann? Rekrut 1 zu Rekrut 2. Speichern. Schön, wenn es so einfach ist. Ja, hätten wir das auch geschafft. Haben wir sie noch verbessert. Eigentlich hätte ich durch die Charakterfähigkeiten durchgehen können. Ja, vielleicht beim nächsten Part. Kommt ein bisschen drauf an, wie wir Zeit haben. So, jetzt dann würde ich sagen, war es das für heute. Beim nächsten Mal machen wir den Einsatztest für die unbemannten Godark-Soldaten und schau mal, was da so, wie das so läuft. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.